Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Streit über das geplante Heizungsgesetz wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Ampelkoalition. Denn wegen der Bedenken der FDP wird der Gesetzentwurf in dieser Woche nicht wie vorgesehen in erster Lesung im Bundestag beraten. Damit steht der ursprüngliche Zeitplan auf der Kippe. Wirtschaftsminister Habeck wirft dem Koalitionspartner FDP deshalb Wortbruch vor. Die Wärmewende für Deutschlands Häuser heizt die Stimmung in der rot-grün-gelben Koalition weiter auf. Scharf kritisiert der Wirtschaftsminister den Widerstand der FDP gegen sein Gebäudeenergiegesetz. Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, die wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Auf Twitter Wortgefechte übers Gesetz aus der FDP heißt es, von den 170 Seiten gehörten 120 in die Tonne. Ein Grüner nennt die FDP eine unzuverlässige und destruktive Clique. Arbeitsverweigerung werfen Grüne der FDP vor. Also ich rate allen Beteiligten dazu, da verbal abzurüsten. Das Ziel müsse ein gutes Gesetz sein, der Zeitplan zweitrangig. Für die Menschen kommt es ja nicht an, wann irgendeine Lesung im Deutschen Bundestag ist, sondern für die Menschen kommt es darauf an, ob wir ein Gebäudeenergiegesetz haben, was wirklich funktioniert. Die FDP fürchtet einen zu starken Fokus auf die Wärmepumpe im Gesetz, will Technologieoffenheit und im Prinzip einen komplett überarbeiteten Entwurf. Eigentlich soll von 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbarer Energie laufen. Nun ist fraglich, ob das Gesetz vor der Sommerpause kommt. Auch die SPD sieht noch Diskussionsbedarf, mahnt aber. Am Ende würden wir uns allen schaden, wenn das nicht auch in aller Sachgerechtigkeit und letztlich auch mit aller Überzeugung dann hier in den Beratungen bis zur Sommerpause dann auf den Weg gebracht wird. Auch der Kanzler drängt beim Heizungsgesetz auf Tempo. Doch die FDP bremst die Ampel. Die Union wirft Scholz Führungsschwäche vor. Es wäre gut, wenn der Bundeskanzler baldmöglich die Führung dieser Koalition übernimmt und dafür sorgt, dass dieses Chaos ein Ende hat. Die Union hat eine Aktuelle Stunde beantragt. So wird das Gesetz trotz FDP-Blockade morgen zumindest Thema im Bundestag sein. Ein Machtwort des Kanzlers beim Heizungsgesetz fordern die Union und auch die Grünen. Wie das aber aussehen soll und wie die inhaltlichen Differenzen in der Koalition überbrückt werden können, ist derzeit schwer ersichtlich. Offenkundig aber ist angesichts der Verzögerungen und der Verbalattacken auf offener Bühne, dass das Ampelklima sehr belastet ist. Für die Energiewende will Wirtschaftsminister Habeck auch den Ausbau von Windrädern an Land beschleunigen. Dafür hat er heute bei einem Spitzentreffen mit Ländern, kommunalen Verbänden und Energiebranche eine neue Strategie vorgestellt. Sie zielt auf mehr Flächen für Windräder, verbesserte Transportwege und schnellere Genehmigungsverfahren. Anfang des Jahres lieferten in Deutschland mehr als 28.000 Windräder an Land Strom. Ein Rotorblatt zu transportieren ist Maßarbeit. Doch nicht nur auf der Straße ist es kompliziert, auch der bürokratische Weg dorthin ist schwierig. Denn die Genehmigungen für Schwerlasttransporte dauern lange, manchmal mehrere Monate. Die Bundesregierung will das ändern. Wir werden dafür sorgen, dass die Transporte leichtgängiger genehmigt werden. Wir werden auch schauen, dass wir die Wasserwege in die Transportwege mit einbeziehen, um die Straßen zu entlasten. Trotz Schwierigkeiten beim Transport, der Windkraftausbau kommt etwas voran. Im ersten Quartal wurden bundesweit 128 neue Windenergieanlagen mit rund 600 Megawatt in Betrieb genommen. Ein Plus von 46% gegenüber dem ersten Quartal 2022. Und auch bei den Genehmigungen für die Windräder gibt es Fortschritte, jedoch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in den Bundesländern. In Baden-Württemberg ist eine neue Anlage genehmigt worden. In Bayern sind es zwei. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben im ersten Quartal die meisten Windräder genehmigt. Die Union hält einen schnelleren Ausbau der Windkraft für unrealistisch. Für mich hat der Windgipfel eindeutig gezeigt, dass die Pläne der Bundesregierung so nicht umsetzbar sind. Es fehlt an Flächen, es fehlt an Genehmigungspersonal, an Kapazitäten bei den Herstellern. Nein, sagt der Bundesverband Windenergie, die Kapazitäten und Fachkräfte seien vorhanden.
Wir haben viele junge Menschen, die in die Branche wollen, die sagen, sie möchten einen Job, der Sinn macht, der sinnstiftend ist. Sie möchten die Energiewende voranbringen, sie brennen darauf. Und ich glaube, die Unternehmen der Branche können das. Durchschnittlich werden in Deutschland 10 Windräder pro Woche gebaut. Für die Ausbauziele der Bundesregierung wären aber 30 nötig. Der Bundesverband Windenergie nannte den Süden Deutschlands heute einen Totalausfall und fordert mehr Tempo. Denn für Elektroautos und Wärmepumpen wird künftig im ganzen Land deutlich mehr Strom benötigt. Bei der umstrittenen Pflegereform hat sich die Ampelregierung offenbar auf einen Kompromiss geeinigt. Nachbesserungen gibt es bei der Pflege zu Hause. So soll es Angehörigen leichter gemacht werden, Vertretungen oder kurzzeitige Pflege zu finanzieren. Im Gegenzug will die Regierung die Leistungen für die ambulante Pflege nicht so stark anheben wie geplant. Rund 80% der rund 5 Millionen Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt. Demenzkrank zu Hause. Für die Patienten ist es ein Glück, wenn sich die Familie um sie kümmert. Für die Angehörigen oft eine große Belastung. Erleichterung soll jetzt durch die Pflegereform kommen. Etwas geringer als von der Ampel geplant. Wir hätten uns tatsächlich vor allem mehr Entlastung noch gewünscht für diejenigen, die zu Hause pflegen und eben Pflegebedürftige versorgen. Aber am Ende in den Verhandlungen ist da noch einiges erreicht worden. Im Kern steht das sogenannte Entlastungsbudget. Ab Juli 2025 sollen pflegende Angehörige pro Jahr einen Betrag von 3.539 Euro erhalten, um sich von einer Pflegekraft vertreten zu lassen. Für Eltern pflegebedürftiger Kinder soll die Leistung 2024 zunächst auf 3.386 Euro angehoben werden, ab Juli 2025 auf ebenfalls 3.539 Euro. Dazu sollen die Beiträge der Pflegeversicherung steigen auf 3,4% des Bruttoeinkommens. Die Union kritisiert, dass die Ampel hinter ihren eigenen Ansprüchen aus dem Koalitionsvertrag zurückbleibt. Wenn ich mir das Pflegegeld anschaue, die Pflegeleistungen, die Dynamisierung, also werden ja nicht mal so angehoben, wie die Inflationsrate ist. Die Bundesregierung lasse Patienten und Angehörige im Stich, kritisieren Interessenvertreter. Versprochen war mit der Regierungskoalition, alles wird anders. Tatsächlich warten die Pflegebedürftigen zu Hause seit über 6 Jahren auf eine Verbesserung. Sie kommt viel zu spät. Am Freitag soll die Pflegereform vom Bundestag verabschiedet werden. Damit soll vorerst ein Schlussstrich gezogen werden unter jahrelange Forderungen nach mehr Geld für die Pflege. Am Ende steht eine kleine Reform. Die Ampel zeigt sich aller Kritik zum Trotz damit zufrieden. Das Bundeskriminalamt hat 3 weitere Verdächtige festgenommen, die der Reichsbürgerszene um den Frankfurter Geschäftsmann Prinz Reuß angehören sollen. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Der Gruppe wird vorgeworfen, einen Umsturz des politischen Systems geplant zu haben. Die Bundesanwaltschaft war im Dezember mit einer Großrazzia gegen das mutmaßliche Terrornetzwerk vorgegangen. Die Kampfjet-Koalition, also der Zusammenschluss von Staaten zur Unterstützung der Ukraine mit F-16-Kampfflugzeugen, nimmt allmählich Gestalt an. Die USA hatten in der vergangenen Woche den Weg dafür freigemacht. Heute berieten in Brüssel auch die EU-Verteidigungsminister darüber. Deutschland sieht sich nicht am Zug, denn die Luftwaffe hat keine 4 F-16-Kampfjets im Einsatz. Das sind die Jets, die die Bundeswehr im Einsatz hat. Nicht mit F-16-Kampfflugzeugen aus US-Produktion, sondern vor allem mit solchen Eurofightern sind die Piloten der Luftwaffe unterwegs. Entsprechend eher gelassen heute der Verteidigungsminister in Brüssel. Anders als bei den Panzerlieferungen ist jetzt bei den Kampfjets nicht in erster Linie Deutschland gefragt, der Ukraine zu helfen. Die paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade und dann werden wir sagen, ob wir diesen Beitrag leisten können und wollen. Aber er ist nicht maßgeblich, weil wir einfach keine F-16-Flugzeuge haben und auch bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könnten. Pilotenausbildung auf diesem Flieger. Das Mehrzweck-Kampfflugzeug F-16 ist die Waffe, um die die Ukraine bittet, aus mehreren Gründen. Der Jet ist zwar recht alt, in den 1970er Jahren entwickelt, aber gerade das macht die Schulung auch unkomplizierter. Zudem verfügt die F-16 über modernere Radarsysteme als viele russische Flugzeuge. Kurzzeitig hieß es heute, einige Länder hätten schon mit Schulungen begonnen. Wir haben noch nicht mit der Ausbildung angefangen, aber wir sind startklar, sagt der polnische Verteidigungsminister.
Ein großer Vorteil der F-16 ist aus Sicht der Ukraine zudem, dass es so viele davon gibt. Mehr als 4000 Stück wurden gebaut, weit über 2000 sind noch im Einsatz, der meistgenutzte Kampfjet der Welt. In Europa verfügen etwa Polen, Dänemark und die Niederlande über F-16. Und genau diese Länder wollen schnell helfen. Die Ukraine weiß aber, das ist ein komplexes Waffensystem. Da muss mehr passieren als nur Pilotentraining. Es wird also dauern, bevor wir über die Lieferung von F-16 sprechen oder ihren Einsatz im Kampf. Mindestens 4 Monate rechnen Experten für die Umschulung auf F-16 für einen erfahrenen Kampfpiloten. Wer liefert wann wie viel? Je konkreter die Fragen, desto vager heute die Antworten. Manch ein Minister mahnt, die dringendere Hilfe nicht zu vergessen. Neben F-16 in der Zukunft brauche die Ukraine vor allem Munition in der Gegenwart. Aus dem russischen Grenzgebiet Bjelgorod werden seit 2 Tagen Kämpfe gemeldet. Die genauen Hintergründe sind aber unklar. Die russische Seite spricht von einem Antiterroreinsatz gegen ukrainische Angreifer. Das streitet Kiew ab und erklärt, die Ukraine führe keinen Krieg auf dem Gebiet anderer Länder. Es handele sich bei den Kämpfern um russische Guerillatruppen. Diese Aufnahmen veröffentlicht heute das russische Verteidigungsministerium. Zusammen mit der Meldung, man habe eine Gruppe ukrainischer Nationalisten auf russischem Gebiet vernichtet. Gestern früh waren Kämpfer mit gepanzerten Fahrzeugen und schwer bewaffnet in mehrere grenznahe russische Orte eingedrungen. So sieht es heute aus im Dorf Golovchino. Einen Tag lang hatten sich die Kämpfer Gefechte mit russischen Militärs geliefert. Dabei ist es gar nicht klar, ob die Angreifer wirklich Ukrainer waren. Denn 2 russische Freiwilligenverbände, die offenbar auf Seiten der Ukraine kämpfen, bekannten sich per Video zu den Angriffen, zeigen, wie sie sagen, ihren Vormarsch. Einer der Verbände gilt als rechtsextrem, der andere ist in Russland als Terrororganisation eingestuft. Kreml-Sprecher Peskow spricht von einem ukrainischen Angriff. Kiew wolle von seiner Niederlage in Bachmut ablenken. Nach Darstellung Moskaus ist die ukrainische Stadt Bachmut kürzlich gefallen. Kiew streitet eine Verbindung zu den Kämpfern ab. Ob es nun ukrainische Soldaten waren oder russische Nationalisten. Viele hier werden sich jetzt die Frage stellen, wie es sein kann, dass am helllichten Tag eine Gruppe schwer bewaffneter Kämpfer über die gut gesicherte Grenze nach Russland eindringen kann und sich dann auch noch mehr als einen Tag hier halten kann. Deutschland steht im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Nach einem unglücklichen WM-Auftakt sicherte sich die DEB-Auswahl mit einem souveränen 5:0 gegen Frankreich den Einzug in die Runde der letzten 8. Dort wartet der Erzrivale Schweiz. Ein Gegner, gegen den sich Deutschland in den letzten 3 K.O.-Begegnungen durchsetzen konnte. 4. WM-Sieg in Folge für Deutschland. Damit steht das DEB-Team am Donnerstag im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz. Deutschland in Weiß gegen Frankreich mit Traumstart. Stachowiak sieht Ehl wieder. Der starke 4. Sturm, 1:0, 4. Minute. Kurz vor der ersten Sirene, Schwarz-Rot-Gold im Eishockey. Glück Tiffels, 2:0. Zweites Drittel, Mittelabschnitt, geniales Solo, John Jason Peterka, der Jungstar aus der NHL von den Buffalo Sabres, 3:0. Letztes Drittel, das DEB-Team eine Klasse besser als limitierte Franzosen, Fischbuch, 4:0. 54. Minute, Überzahl Deutschland, Kastler mit dem 5:0, das ist der Endstand. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht zum 4. Mal hintereinander in einem WM-Viertelfinale. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. Mai. In kühler Luft und unter Tiefdruckeinfluss gibt's morgen noch unbeständiges Wetter. Aber von Südwesten macht sich zunehmend steigender Luftdruck bemerkbar. Heute Nacht sind im Norden einzelne Schauer unterwegs. An den Alpen regnet es gebietsweise, während es im Westen zeitweise aufklart. Am Tag gibt's teils dichte Wolken, teils Sonne, die im Südwesten sowie an der Ostsee die besten Chancen hat. In den Regionen dazwischen sind ein paar Schauer möglich. Am Alpenrand fällt weiterhin Regen. Am Bodensee heute Nacht bis 13, in einigen Mittelgebirgen nur 2 Grad. Dort morgen bis 12, am Oberrhein bei Sonne nahe 20 Grad. Am Donnerstag neben einigen Wolken längere Zeit Sonnenschein, an den Alpen noch stellenweise Schauer. Ähnliches Wetter auch in den folgenden Tagen und es wird langsam wieder wärmer. In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Helge Fuest mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP über den andauernden Heizungsstreit in der Ampelkoalition.
Und wir zeigen, wie aus einem maroden Parkhaus neuer Wohnraum werden soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.